Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich besuche heute einen Nicht-Disney-Park, wie ihr schon im Hintergrund erkennen könnt. Ich besuche hier die Warner Brothers World in Abu Dhabi. Ich bin ja hier im Urlaub und nach mir kommt, suchst du auch einen Freizeitpark. Dieser Freizeitpark ist komplett Indoor. Ich habe für das Tagesticket um die 70-75 € bezahlt. Es kommt drauf an, wenn ihr vorher bucht und euch auch einen Tag festlegt, ist es etwas günstiger. Und ich bin mal sehr gespannt, ein komplett Indoor-Park, wo man nicht mal die Sonne sieht. Ich habe gehört, die Wartezeiten sollen sich echt gering halten. Ich freue mich auf Charaktere, auf die Rides und ich würde sagen, ich gehe jetzt rein und nehme euch mit. So, bereits im Eingangsbereich findet ihr das Theming, die Musik läuft, das ist total schön. Da seht ihr die ganzen Superhelden, hier ist Bugs Bunny und hier seht ihr Tom und Jerry, Scooby-Doo und Fred Feuerstein. Genau, hier da hinten ist auch noch eine Fotowand. Noch Fotos machen und wie man sieht, ist nicht viel los. Da hinten, ich sehe schon Bugs Bunny, mit dem könnt ihr da Fotos machen. Nicht abhauen, ich komme gleich. Und ich hatte die erste Ernüchterung und zwar durfte ich nur einen Saft mitnehmen, Wasser und ja, die Chips musste ich auch hier lassen. Aber gut, ist wohl anders als im Disneyland. Und hier ist Bugs Bunny. So, und ich gehe jetzt in den ersten Bereich. Ich weiß auch nicht, wie das hier heißt. Da hinten ist Gotham City. Und ich muss sagen, wow, der Himmel sieht echt täuschend echt aus. Da ist Hollywood. Und für mich ist hier keiner. Ein paar Mitarbeiter. Und da ist ein Shop, Bugs Bunny. Ich laufe jetzt ja immer rum. Ich weiß gar nicht, wo ich als erstes hin soll. Da ist noch zu. Aber schaut euch mal, da die Attraktionen noch nicht offen haben, gehen wir mal in einen Souvenirladen. Ich denke mal nicht, dass ich mir hier irgendwas kaufen werde, aber man kann ja mal durchschauen, was wir hier so haben. Süßigkeiten, Popcorn. Sieht aus wie Marshmallow-Lutsche. Verschiedene Trinkflaschen. Kinder-T-Shirts und Pullover, die finde ich eigentlich ganz süß mit Bugs Bunny. Hier haben wir Scooby-Doo-Merchandise. Und sogar Scooby-Doo Funko Pop. Scooby-Doo habe ich immer als Kind geguckt. Verschiedene Spielfiguren. Tom und Jerry Funkos. Und K9 sagt mir jetzt leider nichts. Tweety! Hier kommt das ganze Dinosaurier-Fred Feuerstein-Merchandise. Und Basketball. Soll man den denn mitnehmen, wenn hier im Urlaub ist? Jetzt habe ich aber nur Kinderkleidung gesehen, noch keine für Erwachsene. Auch ein Kinderspiegel, eher für die Kleineren. Kann man sich so einen Fred Feuerstein Regenmantel kaufen?
Was haben wir hier? Magnete. Ah, die sind süß. Ich muss sagen, ich fand den Pullover mit Bugs Bunny für Kinder da echt hübsch, wenn es ihn für Erwachsene gibt. Hier kann man so einen Onesie kaufen. Sieht man aus wie Fred Feuerstein. Ich hoffe, der heißt Fred Feuerstein, aber ich glaube schon. Ist auch ewig her, dass ich das geguckt habe als Kind. Es gibt hier sogar Ohren. Da sieht man dann aus wie Bugs Bunny. Irgendwie finde ich die witzig. Ich probiere mal einen an und zeige euch, wie es aussieht. Die sind so überdimensional groß. Gibt es auch in kleiner, aber ich finde die großen irgendwie cool. Moment, ich ziehe sie mal an. So, seht ihr? Über dem Personal groß die sind. Aber irgendwie weiß ich nicht, finde ich die witzig. Die kosten, glaube ich, 12 Euro, was wirklich okay ist, aber ich werde die nie wieder anziehen. Und irgendwie drücken die auch ein bisschen. So wie die Disney-Ohren, aber irgendwie witzig. Also nach der Eröffnungszeremonie, die ihr gerade teilweise gesehen habt, öffnen sozusagen die verschiedenen Länder. Ich fange jetzt in Bedrock an. Ich glaube, das ist das Fred Feuerstein. Ich weiß gar nicht, wie die Stadt heißt von denen. Vielleicht heißt sie sogar Bedrock. Das kann gut sein. Auf jeden Fall gehe ich jetzt ins erste Land und ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind jetzt in Bedrock angekommen. Hier gibt es natürlich auch eine Boutique. Es geht nichts über Merchandise. Also genau, hier ist die Wasserbahn. Aber ich glaube, die teste ich später. Ich will noch nicht nass werden, aber ich guck mal, wie es da so abgeht. So, ich gehe jetzt in die Cartoon Junction und ich sehe schon die kleinen süßen Häuser. Das ist das Haus von Tom und Jerry. Das ist richtig süß gemacht hier mit dem Zebrastreifen. Oh, ein Karussell, wo man auf Bugs Bunny fahren kann. Hier haben wir Duffy Snacks. Wirklich sehr süß gemacht. Auch das Karussell mit den einzelnen Figuren. Und ihr seht, es ist sehr wenig los. Oh! Hier ist Scooby-Doo, the Museum of Mysteries. Soll ich da mal reingehen? Komm, ich fahr mal was.
So, in meiner ersten Attraktion. Und der Wartebereich sieht bereits sehr schick aus. Also passend zum Thema. Guck nicht so. Oh Gott! Fuck! Oh, sorry, das muss ich raus. Oh mein Gott! Ich hasse Spuk. Oh Gott, was mache ich hier? Oh. Das ist ja der Horror. Ich weiß nicht mal wohin. Ah! Jeepers, what a spooky museum! It's my life's work, but sadly, I have to close it. I never used to believe in ghosts or monsters, but something is scaring everyone away. Don't worry, Professor. We'll investigate this mystery. Why, leave it to us to run into a haunted museum on our way to the window. This museum shut down. Just a hall of mirrors. Nothing creepy about that. Wait a second. Go back. Why? Should everyone smile and wave hello? So, die nächste Attraktion ist Tom & Jerry Swiss Cheese Spin. Gehen wir wieder durch den Wartebereich. Ich hoffe, ich werde hier diesmal nicht so erschreckt. Ach, ich bin aber auch so schreckhaft. Ein sehr schreckhafter Mensch. Oh, er hat ihn hier nicht aufgeräumt. Hier ist Bettchen von Tom. Und da kommt er. Eine kleine Couch aus einer Tasse. Lampe mit Sicherheitsnadel. Hier ist ein kleines Bettchen aus der Sardinenbüchse. Und eine Armbanduhr als Uhr. Ja, bei diesem Tom & Jerry Spin-Gedöns konnte ich leider nicht holen. Es war halt eine drehende Achterbahn. Und dann durfte man keine Loose Dinger mitnehmen, also ich hätte auch die Kamera gehalten, aber gut, vielleicht probiere ich es nochmal später mit Kamera, aber es war wirklich sehr witzig, etwas kurzfristig, aber dafür, dass man nicht warten musste, kann man es ja nochmal fahren. Jetzt bin ich hier in Gotham City. Ich weiß nicht, ob ich in das Joker Funhouse möchte. Hier die Attraktion soll mega krass sein. Das ist so ein, ihr seht das hinten? Das ist so ein riesen rundes Teil und da sitzt man dann drin und das geht dann hier hoch. Also ich werde es auf jeden Fall fahren, aber ich glaube, da darf ich die Kamera dann auch wieder nicht mitnehmen. Hi Batman. Nice to see you. Come on in. Thanks for waiting. Line. Yeah, it's a big line for you.
Well, it's nice and quiet. Doesn't happen often, huh? No, usually I have to beat up a lot of villains. See, I think. Right, I've heard about that. Okay, well, let's do a couple of photos then. We got time. Let's start up with tradition. Okay. Here we go. So Batman Night Flight, da gehe ich jetzt rein, habe gehört, das soll eine mega Attraktion sein. Ich weiß noch nicht, ob ich da wieder filmen darf. So, während ich hier wieder durch die leeren Warteschlangen laufe, ah, da ist ja schon das Ende, ich muss sagen, das Meet and Greet mit Batman war richtig gut. Ah ja. Hallo. Ich bin alleine. Bye bye. Oh Gott. Welcome to Wayne Tech Job Fair. Your interview is scheduled for conference room 52. Alles klar. Scan complete. Ah. Candidates recognized. Also wie ich vermutet hatte, durfte ich nicht drin filmen. Im Prinzip sitzt man in so einem Sitz, wie ihr hier seht. Und es ist so ein bisschen mit richtig guten Animatronics, also nach vorne, nach hinten gebeugt, also gedreht und mit so verschiedenen Leinwänden. Man fliegt dann mit Batman durch Gotham City und so. Also es ist wirklich eine sehr, sehr tolle Attraktion. Und ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzugucken, und wenn man sowas Neues entdeckt, ist man ja immer sehr, also man weiß halt nicht, was passiert, ne? Und ich dachte, es kommt dann so ein Drop, weil ich dann so rückwärts saß und dann nicht rückwärts gefahren bin, aber oh, wen haben wir denn da? Den kenne ich leider nicht, aber machen wir mal ein Foto mit denen. How are you today? I'm very well, how are you? Good, thank you. What are you doing here? First time in Metropolis? Yes. Yeah, it's pretty cool, right? Yeah, not so busy today, so. Not much trouble, but that's okay. Yeah, nice. Are you enjoying it so far? Yes, I just met first visit, just met Batman, and now you guys? Ah, did you see Robin? Who? Robin. Not yet. I hope for Joker later on, so. Oh, Joker. You're looking for him? Yeah, I heard Batman told me 12:45. Okay. You on his side? No, not really, but I want to see him. Ah, okay. Well, that's okay. Yourself, but if you see him and he's causing trouble, let Batman know, okay? Okay, I will tell him. Awesome job. You want to get a photo? Yes, why not? Nice, come on in. Right this way, and what's your name? My name is Simone. Simone. All right, Simone. Give me your best superhero pose. Ah, very nice, very good. All right, here we go. So, ich war jetzt gerade in Green Lantern. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich habe den Film leider nicht gesehen. Aber ich muss sagen, die Attraktion, mega. Man hat eine 3D-Brille an. Ich glaube, man kann hier aus. Genau, man sitzt in drei langen Reihen. Also, wenn so viele Leute da wären. Ich saß da wirklich alleine. Ich glaube, da passen vielleicht 30 Leute rein. Und ich saß wirklich alleine. Das war wie im Kino. Genau, man hat eine 3D-Brille an. Man sitzt, ich weiß gar nicht mehr, was denn. So ein 3D-Simulator im Prinzip. Dann geht die Wand runter und man geht vor so ein Screen. Und da werden wirklich alle Sinne angesprochen. Geruch, also Gefühl, der Wind kommt einem entgegen, es gibt Wärme, es gibt verschiedene Gerüche und auch Wasser, also alle möglichen Sinne werden angesprochen. Ich fand es wirklich sehr beeindruckend. Ich muss auch manchmal weggucken, als dann die Bösen kamen und so. Das war echt wirklich sehr realitätsnah. Aber ich fand es sehr, sehr gut. Also bisher gibt es jetzt, ich war auf drei Attraktionen und die sind auch eigentlich, also für Erwachsene auch. Ich habe gelesen vorher, dass es viele Kindersachen gibt, aber bisher muss ich sagen, bin echt begeistert. Hello, how are you? I'm super. How are you today? Good, super as well. How are you? Good. Did you see any bad guys today? Not yet. Not probably yet. I will okay, see well, Joker. If you do see any bad guys, you gotta tell me, alright? I will. I'll run over there and help you out. Okay. What's your name? Sorry. My name is Simone. Simone, that's an awesome name. Where are you from, Simone? Germany. Germany, nice. Well, thanks for running all the way over here to Central. Yeah, first time here for me. Really? So, awesome. Very nice. Well, I'm so glad to hear it. I'm
welcome. Let's have a picture. Yeah. Yeah. So jetzt bin ich hier in der Justice League. Wir haben hier Aquaman, Green Lantern, Wonder Woman, Superman, den wir auch noch gerne treffen, Batman, The Flash, hat immer wieder heiß von draußen, und Cyborg. We need to deactivate its power core and send Mondo to the Phantom Zone. Go, now! Where are you? I see my Black Mercy plans haven't taken the fight out of it. There's enough Black Mercy here to enslave the world. I'll hold them off here. It's up to you now. Computer, take damage to the power core. Autobot engaged. Electromagnetic pulse charging. You fools trust Miss Weakley from Krypton to save you! Not even Superman is strong enough to defeat me! Hello! How are you? Very well. Who doesn't enjoy peace and quiet? Yeah, that's true. It's very peace and quiet here. Exactly. So, should we have a picture? Ich war jetzt gerade auf dieser The Riddler Attraktion. Seht's nochmal. Also es ist schon cool gemacht. Man dreht sich so, also hin und her öfters. Schon cool gemacht. Und auch ein bisschen was für die Adrenalin-Junkies. Jetzt kommt's da nochmal. Nice jacket. Baba, can I take a picture? Yeah, but my style. Are you today? So, ich würde sagen, ich gehe jetzt mal in The Joker Funhouse. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hoffe, es ist nicht zu gruselig. Ich mag nichts Gruseliges. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Komm in, that way. Der hat wohl gesehen, dass ich ein bisschen lost bin. Ich muss da nicht durchquetschen, aber die sind elastisch. Oh.
es macht schon Spaß. Nicht mehr gerutscht. Also mein Fazit zum Jokers Funhouse, es macht wirklich Spaß. Ich hatte echt was Probleme mit dem Labyrinth. Ich musste inzwischen meinen Akku wechseln von der Kamera und da war ich komplett lost. Dann hat der Typ mich dann da rausgeholt. Ja, du bist hier seit Jahren unterwegs. Aber es macht wirklich Spaß. Es ist teilweise ein bisschen gruselig, finde ich, am Anfang, vor allem für Kinder. Aber ja, ich fand's sehr Spaß jetzt. Jetzt gehe ich mal gucken, was ich jetzt hier noch so entdecken kann. So, wieder in Cartoon Land. Kommen wir jetzt auch mit Anime Ham. Es ist so leer, dass ich mich sogar in der Warteschlange hier verirre. Ich laufe die ganze Zeit im Kreis. Naja, es gibt schlimmere Probleme. So, jetzt komme ich ins Dynamite Gulch. Hier gibt es auch eine Achterbahn. Sagen, da gehe ich mal drauf. So, mein kleines Fazit zu der Achterbahn, die heißt Fast and Furious. Ja, ist kurz, aber kann man ja nicht lange anstehen, muss, kann man es immer fahren. Es ist okay. Also man kann da wirklich mitfahren, es ist nicht schlecht. Genau, also es hat schon Spaß gemacht. Am Anfang, der, wenn man so runterfährt, macht schon Spaß. Hello! How are you today? Hello! There are two cameras, yes. Should we have a... Yeah, you look great. Should we have a picture? Yeah? All the characters he's played throughout his incredible career. Bugs? Bugs? Oh no! He said he was gonna meet us just over there. And he's not on his fancy couch over here. Oh, look you guys! A delivery! Fresh carrots, Bugs is all Arms up, everyone! Arms up, baby!
dass die das Publikum Leute genommen haben für die Interaktion. Fand ich eine sehr süße Idee. Weiß nichts Weltbewegendes, aber das war auch den mit Bugs und Murphy, Fotos machen konnte, danach war auch eine sehr süße Idee. Genau, so jetzt soll ich was zu essen. Ich habe Hunger. So, ich hatte keine Lust auf Burger oder so ein Fastfood und jetzt bin ich hier in so einem asiatisch-indischen Laden und ich habe mir Dal geholt, was Linsen sind. Dann gibt es hier dieses typische indische Brot und dazu Reis. Was das ist, weiß ich nicht. Vermutlich sehr scharf. Werde ich nicht probieren. Genau, also ich habe jetzt mega Hunger und schaue hier jetzt rein. So, ich bin jetzt fertig mit dem Essen, endlich. Oh, so ein Hunger. Auf jeden Fall kann ich sagen, es war sehr lecker geschmeckt. Die Portion war riesig. Das habe ich bezahlt. Ich habe jetzt für eine Coke und das Hauptgewicht ungefähr 15 Euro bezahlt. Was vollkommen in Ordnung ist. Das sind halt Freizeitparkpreise. Und ich habe noch ein bisschen Reis übrig gelassen, weil ich nicht mehr kann. Aber ja, also das ist jetzt das Einzige, was ich probiert habe und probieren werde. Aber das kann ich echt weiterempfehlen. Are you filming me? Of course, Joker. I'm terminating evidence, huh? CCTV, I broke all of the glass, right? I remember that. What a night that was. Fun times. Looks like your camera's next. Hi, Batsy. You watching there? Look, she's still smiling. It's always better to smile, huh? Oh, we're going to kiss my energy. Get away from me. So, der erste Nachteil von so wenig Leuten hier im Park, die Joker-Show wurde jetzt abgesagt, weil zu wenig Leute da waren. Man konnte dann noch Fotos mit Batman, Joker und so machen, aber ja, bin da hingegangen in der Show. Also ein Nachteil hat's, wenn zu wenig Leute da sind, die Shows werden dann abgesagt. Naja, so, ich gehe jetzt mal endlich auf die Wasserbahn. Weil, ja, da bin ich heute Morgen dann lang gelaufen, aber da wollte ich nicht direkt nass werden. So, jetzt nach dem Essen probieren wir es mal direkt mal aus. Mein Hintern war bereits nass, als ich mich nur in den Wagen gesetzt habe. Aber gut, wenn die hauptsächlich leer fahren und dann das Wasser da rein, Dings, ja, seid nass. Auf jeden Fall ist es, finde ich, eine sehr nette Attraktion, auch für Kinder. Aber ich finde Indoor mit Wasser, wirklich trocken wird man hier ja dann auch nicht. Ne? Also mein nasser Hintern ist gar nicht so geil. Aber es ist wirklich sehr nett gemacht. Aber nochmal fahren muss ich jetzt auch nicht. Hi Tom, hi Jerry! Hi! So nice to see you! You are better? Tom or Jerry? You, Jerry. Are you Tom? You look both great with your heads. Let's have a picture. Yeah.
In der Superman 360 Grad Attraktion. Naja, die hat mir jetzt nicht so gefallen. Man ist im Prinzip in einem Raum, in einer 3D-Brille und man hat 360 Grad Screens und man sieht halt im Prinzip so einen Film. Was ich nicht so gut fand, war, dass die Synchro und der Ton nicht mit den Sachen, die im Film passiert sind, also synchron war. Das heißt, dass Superman hat jemanden geschlagen und der Ton vom Schlag kam früher als der Schlag von Superman. Also, das hätten sie ruhig verbessern können. Und ja, man hat gestanden und also ich fand es nicht so toll, aber einmal gesehen. Ich bin auch jetzt schon mittlerweile echt müde. Ich glaube schon gleich schon 5 Uhr. Also, es ist schon anstrengend. So, ich habe mich jetzt gerade mal hingesetzt und mache ein kleines Päuschen und wollte euch sozusagen ein Fazit geben zu diesem Park hier in Abu Dhabi. Ich finde, es lohnt sich schon hierher zu kommen, aber ein Tag reicht auch. Also es wäre, ich würde auch hier nie eine Jahreskarte oder so, wenn ich hier wohnen würde, weil irgendwie mehr als einmal muss man das jetzt auch nicht miterlebt haben. Aber es war halt wirklich sehr leer heute. Gut, es ist unter der Woche, vermutlich keine Ferien. Gerade am Wochenende ist dann viel mehr los, aber ich bin extra unter der Woche gekommen. Aber ich habe es auch schon überall gelesen in den Bewertungen, dass hauptsächlich nicht viel los ist. Genau, zu den Charakteren, die Interaktion war toll, Fotos sind toll gewesen, Batman fand ich richtig heiß. Also den fand ich richtig gut, auch seine tiefe Stimme, die war so richtig männlich. Also Batman hat es mir hier angetan. Ansonsten, mit den Charakteren, die Interaktion, ich habe die Cartoons als ich Kind war gesehen und konnte jetzt nicht mit Fred Feuerstein ich habe dann erst im Ride erfahren, dass seine Frau nochmal Elma heißt und so. Also die Interaktion war von meiner Seite halt auch gering, jetzt nicht zu vergleichen wie im Disneyland, da bin ich ja viel interaktiver, weil ich auch die Storys kenne und die Charaktere und so. Aber ich muss sagen, es war schon toll und man muss halt nirgends anstehen und es hat es dann umso leichter gemacht. Dann die Attraktionen. Es gibt viele tolle Attraktionen, auch nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene. Was ich besonders gut fand, war dieser Batman Ride und Green Lantern. Die Ben Jerry's Achterbahn ist auch ganz nett, kann man sich mal antun. Also ich bin jetzt zweimal gefahren. Green Lantern und der Batman Ride, wie gesagt, einer meiner Favorites hier. Die Shows zwischendurch auch ganz nett immer anzugucken, man kann danach die Charaktere treffen. Und was ich auch richtig toll finde, ist, dass sie das Publikum mit einbinden. Also die nehmen mal Leute aus dem Publikum, nehmen wir auf die Bühne oder interagieren mit denen während der Show. Also das finde ich ganz besonders toll und ja, also wenn ihr hier in Abu Dhabi seid und länger als vielleicht 2-3 Tage und es ist irgendwie doofes Wetter draußen oder es ist euch zu warm, dann kommt hierher, weil es ist komplett Indoor, es ist angenehm von den Temperaturen her und ja, also es ist ein Besuch wert, wie gesagt, kostet zwischen 70 und 75 Euro das Tagesticket. Essen war auch okay von den Preisen her, Merchandise, ja, wie in jedem Freizeitpark halt. So, meine Lieben, das war mein Tag hier in Warner Brothers World Abu Dhabi.
es hat sehr viel Spaß gemacht, aber auch sehr anstrengend irgendwie, obwohl es gar nicht so lang war. Ich weiß nicht, aber dieses nur Inder, ich bin jetzt auch ein bisschen froh, frische Luft zu schnappen. Man hat mir gar nicht nichts von draußen gesehen. Auf jeden Fall, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen über diesen Park. Wenn ihr hier seid, besucht ihn gerne. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dann. Ciao.